Tickets oder mehr haben, um hier noch was reißen zu können. Aber sie haben ja den Vorteil, dass sie verlieren können, weil sie aus dem Winner-Bracket kommen. Richtig. Und wir sind live und wir haben einen Springdieb gesehen. Der ist aber leider nicht mehr da. Er musste vorzeitig aussteigen. Der Grampi, also POD jetzt als MEC. Sehr interessant hier. Rune, der Tanker, bleibt ganz defensiv in der Base. Ja, er hat vielleicht auch Angst, dass wieder jemand durchfährt. Ich weiß nicht, oder? Auf jeden Fall sind sie jetzt im Begriff, die Flagge einzunehmen. Dignitas konnte die Straßenbaustelle einnehmen, die Moschee ist allerdings noch grau. Ja, wir haben jetzt kein Ticketbleed, weil wir halt ein 2:1 Flaggenverhältnis haben. Das sind zwar mehr, aber man braucht halt für den Ticketbleed 3 Flaggen auf dieser Map. Das ist auch selbes Flaggenverhältnis wie auf Kakan zum Beispiel. Dignitas zieht langsam die Flagge an der Moschee hoch und das ist nicht gut für POD. Immer noch grau, die Flagge wird, dort wird immer noch gekämpft. Ja, sie, jetzt geht jetzt sie für MEC ganz schnell hoch, das hat man jetzt schön gesehen. Und desto, ist eingenommen. Genau, desto mehr Spieler an der Flagge sind, desto schneller geht die Flagge auch hoch. Wenn nur einer da ist, dann geht es ein bisschen langsamer. Deshalb versucht man mal mit mehreren da zu sein. Jetzt haben wir eine schöne Artillerie gesehen, also oben zumindest haben wir gesehen, dass einige Kills waren von Team Dignitas von Marseille. Wir sehen ja auch im UAV, dass Dignitas massiv vertreten ist an der Moschee, also da geht noch einiges. Das UAV, der Radar oben, da sehen wir halt, dass der Commander halt Scans durchführen kann und die Spieler sehen das dann, das kann man dann so erklären, sieht dann halt so um die Ecke ist ein Gegner quasi. Ja. Und die Flagge ist auch gekraut worden jetzt von Dignitas. Aber POD macht sich hier noch gut im Verteidigen. Ja. Ist noch mit dem APC vertreten. Die Flagge war also kurzzeitig angekraut, kann man sagen, von Dignitas, ja. Aber POD konnte zur Verteidigung zurückerobern. Wieder 2:2. Und wieder Marcel mit 3 Kills durch seine Artillerie auf die Moschee. Also schön, muss man sagen, schön gesetzte Artillerie hier bisher von dem Commander von Dignitas. Der Mason schießt hier in die eigene Base. Ja, der Ricken hier hat ihn gesehen, der Commander, und kann ihn erwischen. Wieso nicht? Aber er hat ihn auch nicht gesehen, ja, der Kollege. Das war wohl in allerletzter Sekunde. Aber wir sehen im ULV, die Base ist erstmal clear. Ja, in dieser Scan. Aber die Moschee fällt. Die Moschee fällt, das ist dadurch zu erklären, dass die Spieler sich jetzt wieder auf ihre Base konzentriert haben. Und das da war ein sehr schönes Ablenkungsmanöver von Das ist auch, glaube ich, ja, das wird sehr oft gemacht, dass man den Gegner nur durch Ablenkung dazu bringen kann, dass er seine Flagge aufgeben muss. Jetzt hat Dignitas die Flagge erobert, POD. Im Ticketbleed. Im Ticketbleed. Das sieht man oben, dass die Tickets so blinken. Die blauen, das sind immer wir. Also das sind immer wir im Sinne von das Team, was wir casten. Und 172 zu 171. Und man sieht ja, man sah ja auch einen Sprengjeep wieder. Und jetzt hier Infight. Und er kann sich durchsetzen können. Er kann sich ja durchsetzen mit der Pistole, aber da kommt dann noch Unterstützung. Kommt da noch Verstärkung. Ja. Das ging jetzt gerade hin und her. Die Moschee ist auch schon wieder grau. Jetzt hier eine Artillerie. Also der Ticketbleed ist wieder gestoppt bei 170 zu 168. Vorteil für POD derzeit von 2 Tickets plus ihre 95. Wieder 2:2 Flaggenverhältnis. Im Moment kann sich POD gut halten. Der Tank wird hier gerade wieder repariert. Sonst ein paar down. Spieler fallen ja wie die Fliegen, aber die Tickets immer noch ausgeglichen. 165 zu 160. Jetzt 2:2 Flaggenverhältnis hier. Auf Marshall City spielen wir übrigens. Geht hier um den EPS-Sieg im Battlefield 2. Mit 2 Teams, die definitiv würdig sind, hier im Finale stehen zu können. Denn POD hat ja letztens auch ganz knapp gegen Dignitas verloren an einem Spieltag. Und jetzt gestern haben sie auch relativ unglücklich auf dieser Map verloren. Aber im Eurocup konnten sich aber auch schon durchsetzen, beispielsweise im Eurocup gegen Dignitas. Das war jetzt auf einer anderen Map, aber definitiv, sie können gegen Team Dignitas gewinnen. Und bisher sieht es auch wieder danach aus, aber die Map aber dauert noch ein bisschen. Dignitas ist hier mit dem Tank jetzt vorgedrungen in die Base von POD. Ja, die kreisen die quasi Infanterie ein. Der Tank wusste gar nicht, worauf er schießen soll, geht jetzt auch down hier. Oh, oh, oh. Und zugleich ist die Moschee grau geworden, das heißt die letzte Flagge von POD ist die Base. Ja. Und die ist nur 1 Meter davor gekraut zu werden. Oh, das war ganz schön knapp hier. Das war extrem knapp und sehr schön. Das hätte schon den Sieg, der Sieg heißt bedeuten können hier für Team Dignitas. Also jetzt müssen sie wirklich aufpassen. Und hier auch wieder schön rauskommen, weil ich denke mal, gegen Team Dignitas hier in der... Wenn Dignitas hier einmal dicht macht, dann wird POD wohl nicht mehr aus ihrer Base kannst rauskommen. Kannst du das, glaube ich, auch knicken, um es mal so zu sagen, fast. Dann wird es ganz schwer. Sie sind jetzt auch im Ticketbleed. Na, richtig. Und da sehe ich auch wieder einen auf der Brücke. Commander als Antitank unterwegs, spielt aktiv mit. Ah, das ist hier der Ricken.
Wir gucken, was der Rest im Moment macht. Wir haben ja aber auch schon Spieler von POD an der Flagge, an der Moschee. Ja, aber das... Aber da geht er down. Und das war auch der letzte. Sehr ärgerlich. Kein Spawnpunkt mehr an dieser Stelle. Ja, richtig. Sie müssen jetzt hier wirklich rauskommen. Also im Moment 133 zu 146 Tickets. POD sollte jetzt einen Gang zulegen. Sonst wird es hier ganz schwer. Jetzt vielleicht der Tank vorne, der Rune. Schiebt jetzt hier das Schießt Wrack. Auf das Wrack, das Wrack geht nicht down. Das ist ein Feature bei EA. Andere würden es Bug nennen. Ja, aber jetzt, Rune muss aufpassen. Ich wollte gerade sagen, Rune steigt doch auf. Der APC lebt aber noch. Grum neben Flanken. Ja, aber ist allein. Jetzt müssen wieder welche beim Spawn. POD schafft es hier aus der Base rauszukommen, aus der Umklammerung. Aber wir müssen jetzt. Oh, da wird aber wurde angefahren. Da wird er angefahren hier. Schön vom Show hier, war das, glaube ich. Die Flagge konnten sie zumindest ein Stück runterziehen, aber nicht grauen. Immer noch 118. Und es gibt auch keinen Spawnpunkt mehr dort. Da war auch wieder ein Tank. Oder war der geklaut? Nee, es war der Abrams-Tank von Team Dignitas und der eigene Tank ist besetzt. Das ist sehr, sehr wichtig. Mal sehen, ob wir welche außen haben. Nein. Jetzt sieht man hier im Scan auch sehr schön, dass sie wieder versuchen, also die Team Dignitas versucht hier wieder die Base einzukreisen. Also einen Ring umzuziehen von Imps. Und die Fahrzeuge von POD werden jetzt wahrscheinlich gemeinsam vorgehen. Der Rune, mal sehen, ob er jetzt wieder eine Bekanntschaft macht. Der macht wieder Bekanntschaft mit einem Anti-Tank. Zieht sich sofort zurück. Ja, muss er auch machen. Ist die Frage, ob das die beste Entscheidung ist. Immerhin sind sie im Zugzwang. Ja, klar. Er möchte aber seinen Tank jetzt erstmal reparieren. Der BTR ist, glaube ich, auch jetzt ist er down. Versuchen es jetzt auch nochmal durch den Graben. Schalten wir mal hier hin. Ein Inf, ein Spawnpunkt für sieben andere. Hier muss nur einer durchbrechen von POD und wir haben wieder, dann hätten wir wieder diese dieses Ablenkungsmanöver. Im Moment 101 zu 130 Tickets. Na, da kommt er jetzt nicht ganz hoch und wird auch schon erwartet hier von, ich glaube, es war ein Monster. Ja, da sieht man auch den Abrams-Tank hier von Team Dignitas in der Moschee. Aber jetzt kommt der Tank und APC gleichzeitig vor uns. Jetzt wird es schaffen, die Flagge zu grauen. Jetzt noch eine Supply-Kiste vom Commander und das Ding ist rund. Ist jetzt auch gegraut und wird eingenommen. Jetzt ganz schön gemacht. Endlich draußen. 2 zu 2 Flaggenverhältnis. Die Tickets 91 zu 126. Und das wird jetzt ganz, ganz schwer für Team Dignitas. Wir sehen unten noch den LAV hier von Team Dignitas. Der bricht hier durch oder versucht es zumindest einige Imps auch. Ich denke mal, wenn POD jetzt weiterhin verteidigt, dann können sie es schaffen. 95 Tickets, das sind auch knapp 30 Tickets, die sie verteidigen müssen. Also 30 Tickets kann Dignitas verlieren, dann ist es für sie gelaufen nach Tickets. Mal sehen, ob sie es schaffen können. Wir haben ja schon die POD knappesten Spiele gesehen, ja, aber das wird wirklich also sehr schwierig. Aber wenn es ein Team schaffen kann, dann ist es wohl definitiv ein sehr spannendes Spiel hier auf der ersten Map. Und Dignitas versucht sich jetzt wieder an der Moschee, wie wir im UAV sehen. 118 zu 81. Und die Moschee wurde gegraut. Ja, von Team Dignitas, weil da... Und wird jetzt höchstwahrscheinlich auch eingenommen werden, weil dort ist kein Spawnpunkt mehr vorhanden von POD. Und POD muss wieder rauskommen. POD wieder im Ticketbleed. Und 116 Tickets noch. Nur noch, nur noch, muss man sagen. POD bewegt sich jetzt Richtung Straßenbaustelle. Lassen die Moschee jetzt erstmal außen vor. Ja, das ist auch sehr... Sehr gut, dass wir mal jetzt auf die Straßenbaustelle gehen, weil die an der Moschee haben wohl, glaube ich, nicht so eine große Chance. Und jetzt sieht man hier wieder Grumpy und Monster. Setzt sich hier durch gegen Monster. Ja. Und da kommen aber zwei Fahrzeuge von Dignitas versuchen jetzt die Straßenbaustelle zu verteidigen. Ja. Und C4 Action. Aber nicht, hat nicht geklappt. War nur 1-4, glaube ich. War nur 1-1, war zu wenig. Aber jetzt, der ist also der Fraser und der Rune zusammen hier mit dem Wotnik und mit dem Tank. Und da sah ich auch einen In von Dignitas, den runterspringen von der Brücke. Und da fährt der Tank von Team Dignitas. Der Tank fährt durch in die Base von POD, währenddessen POD die Moschee kraut, ja, massiv POD wieder an der Moschee vertreten ist. Und diese höchstwahrscheinlich auch gleich einnehmen. 10 Tickets, dann ist es so, dass POD gewonnen hat, dieses erste Spiel. Das wäre natürlich eine kleine Sensation. Das wär die erste Niederlage in der EPS für Team Dignitas. Ja, in der letzten Saison und in dieser Saison, kann man so sagen. Ja, richtig. Letzte Saison umgeschlagen. Verhältnis 61 zu 103 Tickets. Genau, 103 Tickets noch für Team Dignitas. Und Dignitas, der Thron wackelt. Wir haben schon sehr viele kurze Spiele gesehen auf Match to City, aber diese beiden Teams geben sich wirklich nichts. POD ist vielleicht das einzige Team, was gegen Team Dignitas gewinnen kann. 57 zu 95 Tickets. 55 zu 93. Und POD geht jetzt mal ganz frech auf die Base von Dignitas. Der APC ist schon down, der Tank rückt vor, da ist aber auch der Tank von Dignitas gespawnt. Wird sofort down gemacht. Ja,
langsam aber sicher schließt. Und der Tanker stellt sich ganz frech mal auf den Spawn. Und ja, der andere Spawn auch. Quasi Spawns sind geblockt in der Base von Dignitas. Definitiv. Sie können dort nicht mehr normal spawnen. Das heißt, sie brauchen jetzt jemanden, der dort als Squadleader fungiert. Werden die Flagge auch sicherlich gleich grauen. Der Tank ist auch im Flaggenradius. Base von Dignitas ist grau. Ja, und wie viele Spieler leben noch? Ah ne, sie haben ja noch eine, sie haben ja noch die Straßenbaustelle. Sie haben noch die Straßenbaustelle, richtig, aber sie haben auch keinen Spawnpunkt mehr in ihrer Base. Und man sieht, wie sie sich verteilen Richtung alle Flaggen, damit sie irgendwo noch eine Flagge erhaschen können. Dignitas hat sich an die Moschee gewagt, die ja, in diesem Augenblick erwähnt, nicht verteidigt wird von POD. Und diese auch schon gegraut. Ja, sie wollen jetzt auch nicht zu Null verlieren hier. POD also jetzt quasi mit zwei Basen und Dignitas mit den beiden mittleren Flaggen, aber eindeutig die schlechtere Ausgangsposition ohne Fahrzeuge. Ja. Loon rückt hier vor mit seinem Tank und wir gucken mal, was an der Straßenbaustelle passiert. Ja, da ist noch die Interaction. POD da ist noch versucht der Monster bereits, dieses einzunehmen, der APC an dieser Stelle. Richtig, ja, wenn die Flagge grau sein... Die Flagge geht langsam runter. Aber sie beißen. Noch die circa einen Meter und sie ist grau. Sie ist grau POD für hat noch alle Flaggen gekraut bzw. eingenommen. Da kommt doch jetzt schon das erste GG hier. Zwei Spieler noch von Dignitas. Liegt noch jemand, der Flo wurde auch eliminiert. Und somit ist damit es amtlich. Hat sich POD durchgesetzt und zwar nicht nur von den Tickets her, sondern sie haben es sogar geschafft, Dignitas komplett zu fullcappen, also alle Flaggen einzunehmen. Richtig, zu nullen quasi. Kann man nur sagen, Respekt. 39:0 ist die zweite Runde ausgegangen. Also wir können uns wirklich auf eine spannende zweite Map freuen. Zweite Map wird jetzt gezogen und ich gebe jetzt erstmal ab zu Nick.